Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich ebenfalls, hier als Arbeitskreisleiterin für Außenpolitik diesen Bereich zu moderieren. Und ich finde es auch sehr wichtig zu sagen, auch zur Außenpolitik gehören eben nicht nur Menschenrechte, wie wir sie allgemein diskutieren, sondern es gehören dazu auch die WSK-Rechte bei den Vereinten Nationen festgelegt. Und sie kommen eigentlich in der Auseinandersetzung um außenpolitische Fragen auch häufig zu kurz. Und ich freue mich auf ein interessantes Podium und meine Kollegin Jacqueline hat es gesagt, wir werden hier erstmal ein bisschen hier oben diskutieren und wollen aber dann gerne natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen und das Podium hier öffnen. Ich würde ganz gerne nochmal meine Gesprächspartner hier in aller Kürze vorstellen. Dietmar hat sich schon ausführlich vorgestellt. Ich darf mit Michael Krennerich neben mir hier beginnen. Er ist der Vorsitzende des Nürnberger Menschenrechtszentrums, ist in zahlreichen anderen Funktionen auch noch unterwegs, Mitglied des Koordinierungskreises des Forum Menschenrechte, auch im Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Instituts für Menschenrechte, im Beirat von FIAN Deutschland und Mitglied bei Amnesty International und er lehrt am Institut für politische Wissenschaft an der Universität Erlangen in der Abteilung für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik. Also besser geht es eigentlich nicht mehr für unser heutiges Thema. Herzlich willkommen, Michael Krennerich. Er hat auch zum Publikation, wollte ich gerne noch was sagen, er hat auch jüngst publiziert, ein Buch Soziale Menschenrechte zwischen Recht und Politik und ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Menschenrechte Journal for Human Rights. Neben ihm sitzt Franz Segbers, den ich eigentlich auch schon vielen nicht mehr vorstellen muss, emeritierter Professor für Sozialethik an der Universität Marburg, hat sich in, glaube ich, vielen einen Namen als Altkatholik einen Namen gemacht in Fragen der, des Kampfes der Armut von Seiten der Kirche, der Religion, Fragen der Befreiungstheologie, die, glaube ich, heute wieder sehr aktuell sind und hat vor kurzem publiziert ein Buch, wie Armut in Deutschland Menschenrecht verletzt, und auch mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Veröffentlichung gemacht, die mit einem sehr interessanten Titel Alle Verhältnisse umzuwerfen und die Mächtigen vom Thron zu stürzen. Da werden wir sicher auch noch darüber reden. Herzlich willkommen, Franz Segbers. Ja, wir wollen auch gleich ins Thema einsteigen. Generell, denke ich, ist festzuhalten, in der öffentlichen, in der politischen Diskussion, natürlich auch im Bundestag, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen, sprechen wir nach wie vor eigentlich eher von einer moralischen Überzeugung, aber selten von Rechten, von der Umsetzung von Rechten. Und auch wenn wir allgemein von Menschenrechtsverletzungen sprechen, assoziieren die wenigsten eigentlich die Verletzung sozialer Rechte. Und wir hatten auch interessante Diskussionen im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsziele, die die Vereinten Nationen ja 2015 verabschiedet haben. Man kann die Agenda als nicht so stark ansehen, aber sie setzt sich auch mit das Ziel, Armut zu bekämpfen. Auch Deutschland hat diese Agenda unterschrieben. Aber wenn man konkret nachfragt, ja, wie sehen Sie es dann mit Hartz IV zum Beispiel im Zusammenhang mit dieser UN-Agenda, sind doch viele sehr erstaunt und fragen, was hat denn das überhaupt damit miteinander zu tun? Also da sind wir noch sehr weit weg, eigentlich viel konkreter in die Rechtsfragen zu gehen. Und deswegen wäre meine erste Frage an alle drei hier, welche Rolle spielen Menschenrechte als Konzept und rechtliche Vorgaben aktuell in der Politik? Wie würden Sie das bewerten und wer mag denn gerne anfragen? Ich sage mal Franz Segbers. Also der Vorwurf, der den Menschenrechten oft entgegengebracht wird, heißt ja, dass sie international nicht durchsetzungsfähig sind. Dabei wird unterschlagen, dass es sehr wohl Völkerrecht gibt, das massiv
international durchgesetzt wird und mit Sanktionen versehen ist, nämlich das Wirtschaftsrecht. Die Unternehmen, die großen Konzerne agieren in einem rechtlichen Rahmen, den sie nach ihren Interessen gestaltet haben und der auch durchgesetzt wird. Im Rahmen der TTIP-Debatte haben wir ja auch gehört, dass es die Schiedsgerichtsbarkeiten gibt und dergleichen. Also es ist durchaus möglich, internationales Recht durchzusetzen. Das Problem ist nur, dass das nicht bei den sozialen Menschenrechten geschieht. Also ich glaube, hier haben wir eine Schieflage, bei der man zunächst mal sagen kann, wenn der politische Wille besteht, dann ist internationales Recht auch international durchsetzungsfähig. Und es stimmt nicht zu sagen, international ließen sich die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Menschenrechte nicht durchsetzen. Das ist das Erste, was ich sagen will. Also wir haben es mit einer politischen gewollten Schieflage in der Menschenrechtsdebatte zu tun. Zweitens, in einer liberalen Gesellschaft hat man natürlich Probleme damit, dass es soziale Menschenrechte gibt. Das Menschenrecht auf Wohnung, das Menschenrecht auf nicht nur auf Arbeit, sondern auf gute Arbeit, das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard. Das sind sozusagen alles Rechtszustände, in denen der Kapitalseite etwas beschnitten wird. Also die Freiheitsrechte, wo man seine Freiheitsrechte gegenüber dem Staat durchsetzt, die sind in einer liberalen Verfassung gut akzeptierbar. Aber Menschenrechte, soziale Menschenrechte, sind auch Leistungsrechte, Gewährleistungsrechte, in denen Ansprüche gegenüber dem Staat durchgesetzt werden. Und hier geht es darum, einen politischen Kampf auszuführen, der auch damit zu tun hat, welche Deutungshoheit errungen wird und wie es eine Arena gibt, in der es darum geht, soziale Menschenrechte und das Recht der Armen in dieser Gesellschaft und global, wenn man so will, durchzusetzen. Menschenrechte sind eigentlich das Instrument der Schwächeren gegenüber den Stärkeren. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute hier diese Gelegenheit haben, um auch die sozialen Menschenrechte zu thematisieren. Und ich denke, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, dass wir eine hochaktuelle Debatte führen. Denn vor 4 Wochen hat die UNO der Bundesregierung erneut die Leviten gelesen, aber in einer Art und Weise, dass die Medien überhaupt nicht zu sprechen gekommen sind. Ja, Herr Grennerich. Gleich weitergegeben, sehr gut. Podium ist eigenständig. Ja, vielleicht eine gute Nachricht. Also wenn wir mal den internationalen Menschenrechtsdiskurs betrachten, werden wir sehen, dass die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Menschenrechte da nun jetzt auch seit geraumer Zeit fester Bestandteil des Menschenrechtsdiskurs sind. Also wir reden darüber, dass die bürgerlich-politischen, wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Menschenrechte ganz eng zusammengehören. Auf der internationalen Ebene, auf der völkerrechtlichen Ebene ist dies seit längerem Konsens. Da kann man nicht mehr die sozialen Menschenrechte ignorieren. Ein Problem ergibt sich, wenn wir nach Deutschland gehen. Also ohnehin ist es schwierig zu sagen, in Deutschland haben wir menschenrechtliche Probleme. Da kriegt man gleich Verwunderung, Skepsis, manchmal auch Widerstand. Und wenn man dann mit den sozialen Menschenrechten kommt, noch 3-mal mehr. Also das kann man vielleicht mal sagen. Das ist sehr ungewöhnlich für viele Ohren noch, Sozialpolitik mit sozialen Menschenrechten in Verbindung zu bringen. Und tatsächlich müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also nicht alles, was sozialpolitisch erwünscht ist auch menschenrechtlich geboten. Das heißt, wir brauchen schon ein klares, anwendungsorientiertes Verständnis davon, was der Inhalt der Menschenrechte ist, wie sie sich runterbrechen lassen auf die konkreten Situationen. Einige wurden ja hier schon genannt, auch anfänglich, und gleichzeitig auch, wen sie auf welche Weise verpflichten. Wenn man aber ein angemessenes Verständnis von sozialen Menschenrechten hat, dann hat man eine gute kritische Perspektive darauf, die Politik auch zu schauen, was sozusagen Handlungserfordernisse sind, was Probleme sind, was Verbesserungsmöglichkeiten sind. Dabei geht es vielleicht auch gar nicht mal immer nur darum, klar zu sagen, das ist jetzt eine Menschenrechtsverletzung, die wir gerichtlich einfordern müssen oder auch politisch einfordern müssen. Manchmal geht es auch nur darum zu fragen, was kann man besser machen in einem Land wie Deutschland, was so reich ist, um die sozialen Menschenrechte in diesem Land besser umzusetzen? Weil das sollte ja der Anspruch sein. Es geht ja nicht nur darum, nicht die sozialen Menschenrechte nicht zu verletzen, sondern auch darum, bestmöglich sie umzusetzen. Und besondere Aufmerksamkeit erlangen aus dieser Sicht dann immer Menschen und Gruppen, die besonders schutzbedürftig sind.
Und da gehören natürlich ganz viele Menschen dazu, die in Armut oder unter Armutsgefährdung leben, die in problematischen sozialen Lagen leben, aber auch viele andere mehr, von Flüchtlingen bis hin von Menschen mit Behinderung, was auch immer sozusagen. Da ist ein besonderer Augenmerk, auf den die Menschenrechte dann auch richten können. Und der Rekurs auf die Menschenrechte und damit verbundene Staatenpflichten, das ist natürlich der Verleiht gesellschaftspolitischen Forderungen und der Politik dann auch erheblich Auftrieb. Weil wir können mit der Legitimationskraft und der sozusagen unter Begründungskraft der Menschenrechte argumentieren, wenn wir dann politisch etwas einfordern. Und letztendlich sind die großen Veränderungen, die man, das wurde ja schon anfänglich erwähnt, wenn man etwas verändern will, wie Umverteilung und so weiter, muss man dies natürlich auch politisch erkämpfen. Und da können die Menschenrechte dann auch ein ganz wesentliches Instrument sein, weil es geht immer auch bei den Menschenrechten um die Freiheit vor Not. Inwieweit man jetzt die sozialen Menschenrechte, so wie sie in internationalen Abkommen festgelegt sind, gerichtlich einklagen kann, das ist jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, weil es ergibt sich nicht automatisch, zumindest in Deutschland, ein einklagbarer Rechtsanspruch, den man aus einem internationalen Menschenrechtsabkommen ableiten kann. Die deutschen Gerichte tun sich da noch sehr schwer, gerade in Bezug auf die sozialen Menschenrechte. Wir haben es ein bisschen erlebt, bei den Studiengebühren wurde es ein bisschen erwähnt, bei der Behindertenrechtskonvention wird genannt. Das heißt, die UN, die deutschen Gerichte sagen oft, die sind nicht hinreichend bestimmbar, nicht klar definiert, wir können die vor Gericht nicht einführen. Das stimmt so im Prinzip nicht mehr. Das heißt also, wir haben auf der UN-Ebene schon sehr viel Konkretisierung erlebt. Im Grunde sind sie der Sache nach auch einklagbar und gerichtlich überprüfbar, aber die Gerichte tun sich schwer. Wenn jetzt aber sich die deutschen Gerichte nicht auf internationale Abkommen berufen, stellt sich die Frage, ja, ist vielleicht das nationale Recht menschenrechtskonform ausgestaltet? Das heißt, wir könnten uns ja auf Grundrechte beziehen. Und da haben wir das Problem, dass wir halt eben keine sozialen Grundrechte in unserem Grundgesetzkatalog haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir völlig ohne verfassungsmäßigen Schutz hätten. Wir haben ja immerhin noch die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip. Da ist zumindest das Existenzminimum abgesichert, laut rechtlich zumindest. Aber die sozialen Menschenrechte sind natürlich mehr als nur das Existenzminimum. Letztendlich sind wir dann auf das nationale Recht angewiesen, auf Arbeit und Sozialrechte. Und die können wir dann natürlich mit der menschenrechtlichen Perspektive prüfen, ob die sozusagen auch das abdecken, was die sozialen Menschenrechte abdecken sollen. Und da werden wir an einigen Stellen merken, ui, das tun sie leider nicht. Und dann sind wir wieder bei der Politik, nämlich, dass Politik andere Gesetze macht, Gesetze verändert, aber dass man sich auch über den parlamentarischen Entscheidungsprozess hinaus natürlich auch auf der Straße, in Organisationen, Vernetzungen sozusagen das sozial- und gesellschaftspolitisch einfordert. Und da spielen die Menschenrechte durchaus eine wichtige Rolle meines Erachtens. Ja, danke schön. Dietmar, wie erlebst du im aktuellen politischen Tagesgeschäft eigentlich die Anwendung von Rechten, wenn es um die politische Auseinandersetzung geht? Also ich will mal damit beginnen und anschließen an beide Vorredner. Ich bin der festen Überzeugung, dass schon der Diskurs um Menschenrechte Auseinandersetzung ist, und zwar schwere politische Auseinandersetzung. Und noch mehr ist es die Durchsetzung. Das ist letztlich ein Kern von politischem Kampf. Und natürlich gibt es da Interessen, und zwar sehr unterschiedliche. Und selbstverständlich haben manche ein Interesse, viel, und ich will das überhaupt nicht kleinreden, ist zentral, über, sagen wir mal, die Pressefreiheit zu reden und da über viele Länder zu reden. Und da kann man unterschiedliche Diskurse führen. Bei den sozialen Menschenrechten wird dieser Diskurs nur sehr ungern geführt. Und vor allen Dingen die Anwendung, was es denn heißt. Und das, finde ich, ist ganz zentral. Da müssen wir wirklich kämpfen. Das ist eine Form, wie ich mit dem alten Begriff sage, auch härtester Klassenauseinandersetzung. Es ist nichts anderes. Das Zweite, was ich sagen will, also verbrieft ist da relativ viel. Und wenn wir jetzt nur mal Deutschland sehen, das Grundgesetz macht zu dem Thema Soziales klare Aussagen. Es ist kein Ermessen von Politik, Sozialstaat. Es steht dort drin, es ist Aufgabe, es ist nicht eine Regierung oder der Deutsche Bundestag, der den Mitbürgern etwas gewährt. Es ist verfassungsmäßiger Auftrag. Und das, was teilweise in Deutschland jetzt ist, ist verfassungswidrig. Deswegen werbe ich jetzt für einen Sozialstaatsdiskurs,
dass eben die Parteien, die grundsätzlich Sozialstaatsparteien sind, grundsätzlich Sozialdemokraten und Grüne, dass man darüber redet, was heißt das? Wir können doch nicht einfach jetzt so weitermachen und Stellschrauben, sondern da müssen ein paar Grundfragen gestellt werden. Und vielleicht gibt es da jetzt sogar aktuell, weil du fragst, etwas Hoffnung. Andrea Nahles hat gesagt, wir müssen das demütigende Hartz-IV-System überwinden. Völlig in Ordnung. Ich will gar nicht in die Vergangenheit gucken. Nein. Ich bin hart zu mir. Ich will darüber jetzt nicht reden. Und Robert Habeck sagt, er will eben auch eine, ist wunderbar. Also dann bitte seriös einen Sozialstaatsdialog, wo wir darüber reden, dass in Deutschland das, was grundgesetzlich verbrieft ist, realisiert wird. Und das korrespondiert dann übrigens auch mit den sozialen Menschenrechten. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, um jetzt nochmal mein Lieblingsbeispiel zu sagen. Die jetzige Situation, wie Kinder in Deutschland heranwachsen, ist eine inakzeptable Situation. Wir können nicht zusehen, dass die Normalitäten nicht realisiert werden. Dass jedes Kind einen Zugang zur Kita hat, zu gesunder Ernährung, das ist nicht der Fall. Und das finde ich, das haben wir nicht nur als Linke, sondern das müsste eigentlich bis weit in die Mitte der Gesellschaft nicht akzeptabel sein. Aber es wird eben, und deswegen sage ich, es ist eine Kampfauseinandersetzung, es wird ungern darüber geredet. Es wird lieber über die Pressefreiheit in Kamerun geredet, als über die Rechte von Kindern in Deutschland. Und ich habe nichts gegen die Pressefreiheit in Kamerun, um das nicht falsch zu verstehen. Aber ich glaube, dass der Diskurs auch im Deutschen Bundestag sich auf diese Dinge etwas mehr konzentrieren sollte. Das ist jedenfalls meine feste Überzeugung. Und völlig zu Recht. Völlig zu Recht haben Sie ja gesagt, naja, bei den besonders Schutzbedürftigen haben wir in Deutschland eigentlich eine bessere Situation als in vielen anderen Ländern. Das ist unbestritten. Das ist unbestritten. Und trotzdem ist es auch hier so, dass dieser Kampf Stück für Stück und immer wieder geführt wird. Ich könnte da jetzt aus dem Bundestag, ich sage es mal ganz platt und einfach. Also in der letzten Legislatur hatten wir eigentlich noch die Möglichkeit, jenseits der Union Dinge auf diesem Feld zu beschließen, die wunderbar gewesen wären. Ein einziges Mal bei der Ehe für alle haben wir es hingekriegt. Ein bisschen dünne für meinen Geschmack. Und deswegen ist die Herausforderung, hier wieder dafür zu sorgen, dass darüber nicht nur geredet wird, sondern dass wir auch Entscheidungen führen. Der Diskurs ist wichtig, er ist eine Form der Auseinandersetzung, den brauchen wir. Deswegen ist es gut, dass wir solche Räume haben, aber es muss vor allen Dingen dazu führen, dass es in politisches Handeln mündet. Das finde ich ist total wichtig und diese Auseinandersetzung müssen wir annehmen. Und wir haben dort die besseren Argumente und die besseren rechtlichen Voraussetzungen. Denn darauf, Sie haben ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, das, was die UN Deutschlands ins Stammbuch geschrieben hat, im Übrigen auch zum Thema Kinderarmut, ja, das ist ein Offenbarungseid sondergleichen, dass das Deutschland mal passiert, ist schlicht peinlich und nichts anderes. Ja, danke schön. Da möchte ich nochmal bei Michael Krennerich jetzt ein bisschen konkreter werden. Sie haben erwähnt, die Bewertung Deutschlands bei der Umsetzung des Sozialpaktes und was die Kinderarmut betrifft, aber zum Beispiel auch das Recht auf Wohnen. Und ich möchte da nur mal zwei, drei Sätze zitieren aus diesem Bericht. Und ich nehme an, niemand von Ihnen wird es in irgendeiner Medienmeldung, Nachrichtenmeldung gehört haben. Da heißt es, der Ausschuss ist besorgt über die sehr hohen Mieten und Mietpreissteigerungen, über den akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Verbindung mit der geringeren Anzahl sozialer Mietwohnungen. Großer Absatz, kommen noch viele andere Punkte. Der Ausschuss ist besorgt über die Berichte, dass die Zahl der Personen, denen es an angemessenem Wohnraum fehlt, ständig gestiegen ist und die Anzahl von 1,2 Millionen erreicht. Der Ausschuss bedauert das Fehlen offizieller Daten über die Verbreitung von Obdachlosigkeit und das Fehlen von Unterkünften für Obdachlose. Das war eine Bewertung über Bundesrepublik Deutschland 2018. Und jetzt die Frage an Sie, Herr Krennerich. Die Bundesregierung, wie reagiert die eigentlich auf diesen Bericht? Und generell erleben wir ja, dass sie zwar Anreize setzt, aber sich nach wie vor eigentlich auch nicht in der Hauptverantwortung sieht, ein Recht auf Wohnen umzusetzen, sondern eben auch Anreize setzt, dass Privatpersonen, Unternehmen und so weiter das Recht auf Wohnen bzw. Wohnraum zur Verfügung stellen. Wie bewerten Sie das und was wäre eigentlich eine angemessene Antwort, um das Recht auf Wohnen auch zu garantieren? Mhm.
Zunächst vielleicht, es freut mich, dass der UN-Ausschuss dies gerade kritisiert hat, weil wir das sozusagen, als gerade auch wir als Nürnberger Menschenrechtszentrum, als Teil des Parallelberichtes Forum Menschenrechte dem UN-Ausschuss genau so gesagt haben. Also wir haben hier das Gefühl, da ist genau etwas übernommen worden, was wir kritisiert haben und andere auch und andere Organisationen auch. Wenn wir jetzt danach fragen, was der Staat machen muss und ob er Private eingeben darf, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das Menschenrecht auf Wohnen schreibt den Staaten nicht vor, wie sie sozusagen das Menschenrecht umsetzen. Das heißt, dass der Staat kann das in Eigenregie machen, er kann natürlich aber auf den privaten Markt setzen, sofern, und das ist jetzt das Wichtige, sofern damit tatsächlich ein offener, diskriminierungsfreier und bezahlbarer Zugang zu angemessenem Wohnraum dann auch gewährleistet wird. Das heißt, in Deutschland besteht jetzt aber das Problem, und das kennen wir jetzt alles, brauche ich nicht wiederholen, dass es an bezahlbaren Wohnraum, zumindest in Ballungsräumen fehlt. In manchen ländlichen Regionen gibt es Wohnungsleerstand, aber in vielen gibt es richtigen Wohnungsnotstand. Der ist für manche Menschen kaum mehr bezahlbar. Manche Menschen bringen 40, manchmal sogar 50% ihres Nettoeinkommens für die Wohnung, für den Wohnraum auf. Das ist nicht haltbar, das wissen wir. In der Marktlogik gedacht hat es etwas damit zu tun, diese Wohnkostenüberbelastung mit dem Extremmietpreisanstieg, mit den fehlenden Wohnungen, die es da gibt, aber natürlich auch mit dem geringen Einkommen. Hier sind wir wieder bei der Armutsbekämpfung. Und da wird man jetzt natürlich, wenn dies so ist, dann muss der Staat tatsächlich eingreifen. Dann kann er nicht sagen, ich überlasse das dem freien Markt, weil er sehenden Auges natürlich Menschen vor sich hat, die sich auf dem freien Markt nicht sozusagen einen bezahlbaren Wohnraum beschaffen können. Da muss der Staat menschenrechtlich aktiv werden. Das ist geboten, das wird dann auch gefordert von dem Ausschuss. Und es fängt natürlich ganz allgemein bei der Armutsbekämpfung an, dass die Menschen mehr Einkommen in der Tasche haben, um sich was leisten zu können. Aber das bezieht sich natürlich dann auch ganz konkret auf die Wohnungspolitik. Und da haben wir in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche Fehler gemacht, indem wir sozusagen öffentliche Wohnungen verkauft haben, indem wir Sozialwohnungen abgebaut wurden, in den letzten 30 Jahren von über 4, Millionen auf 1 Million, im letzten Jahrzehnt noch mal eine Million. Das hat natürlich maßgebliche Auswirkungen auf den gesamten Wohnungsmarkt, dass das an Fehlen an bezahlbaren, preisgebundenen Sozialwohnungen gibt. Aus der Perspektive erscheint es dann auch aus menschenrechtlicher Perspektive sinnvoll, dauerhafte Bindungen für Sozialwohnungen einzuführen, bestehende Wohnungsbestände nicht mehr abzubauen, und natürlich dann den Neubau auch gerade von Sozialwohnungen voranzutreiben. Aber da hängen wir total hinterher. Also das heißt, es werden immer noch, trotz aller Förderprogramme, die jetzt angelaufen sind, fallen noch mehr Sozialwohnungen raus aus der Sozialbindung, als wir neue Sozialwohnungen bauen. Und das kann nicht Standard sein. Es gibt übrigens auch noch weitere Möglichkeiten, nämlich Wohngelderhöhung, Absicherung und Mietsicherung natürlich, Mietpreisbremse greift nicht richtig. Das sind alles Dinge, die sozusagen angegangen werden muss, und das hat auch eine menschenrechtliche Relevanz. Übrigens, weil wir jetzt von Wirtschaft nochmal reden, es gab gerade eine sehr marktradikale Empfehlung von dem wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums, das habe ich gerade vor kurzem gelesen, die würden nämlich ganz auf sozialen Wohnungsbau verzichten und auch auf die Mietpreisbremse und würden stattdessen das Wohngeld anheben, um dann über steigende Mieten, die sich ja dann angeblich auch die Ärmsten leisten können, Marktanreize für private Wohnungsbau zu setzen. Ich glaube, so geht es nicht. Gegenläufige Vorschläge zu solchen marktradikalen Empfehlungen zielen darauf ab, den Wohnungsbestand in Form von kommunalen, gemeinnützigen oder genossenschaftlichen Wohnbesitz dauerhaft dem Verwertungslogik von Markt zu entziehen. Und diese tragen dann auch eher der Tatsache Rechnung, dass es immer Menschen geben wird mit geringen Einkommen oder auch mit unter anderen Problemen, denen es selbst bei erhöhtem Wohngeld nicht gelingen wird, sich auf dem privaten Wohnungsmarkt mit angemessener Wohnung zu versorgen. Ich glaube, das sind eher Politiken, die eher in die menschenrechtliche Richtung hineingehen. Aber, um es nochmal abzuschließen,
Die Menschenrechte sind natürlich jetzt, die werden ja weltweit angewandt. Natürlich kann man jetzt nicht aus dem Menschenrecht auf Wohnen eine konkrete Politikempfehlung für alle Länder ab, sondern es muss dann immer sehr spezifisch diskutiert werden. Aber der Ausschuss hat gesehen, die Probleme sind, haben eine derartige menschenrechtliche Relevanz, dass sie auch angegangen werden müssen. Und diese menschenrechtliche Relevanz der Wohnungsproblematik muss jetzt auch endlich mal hier die Innen, also im Inneren Deutschlands wahrgenommen werden. Eine Nachfrage dazu. Es gab ja schon mal Initiativen, Versuche, das Recht auf Wohnen im Grundgesetz zu verankern oder als Staatsziel zu formulieren. Wie bewerten Sie das? Da waren ja auch die Linken dabei, aber Rot-Grün hat das, glaube ich, auch mal versucht. Nach der Wiedervereinigung in der gemeinsamen Verfassungskommission, da gab es sowohl die Grünen auch als auch die SPD. Ich weiß, die versuchen das zumindest mal als Staatsziel reinzunehmen, was ja immerhin schon mal was wäre. Da gab es sogar fast Mehrheiten, aber halt keine Zweidrittelmehrheiten dazu. Und die Linke hat ja in der letzten Legislaturperiode einen Antrag gehabt, wo übrigens das Recht auf Wohnen auch gar nicht so schlecht drinsteht. Aber dafür gibt es einfach keine politischen Mehrheiten. Im Moment unter den Machtverhältnissen, die wir haben, was nicht heißt, dass man nicht sich politisch weiterhin dafür einsetzen sollte. Also Auftrag an uns, die politischen Mehrheiten organisieren. Ja, Franz Egbers, soziale Rechte, ein weites Feld und natürlich die Armut in Deutschland, haben wir ja eigentlich einmal organisiert im großen Stil mit der Einführung von Hartz IV. Und ich möchte Sie da selbst auch mal mit zwei Sätzen zitieren. Was Armut ist und wie viel Armut es in Deutschland gibt, vermag eine empirische Messung der Armutsquote nicht hinreichend darzustellen. Was gemessen wird, ist lediglich das Maß von Einkommensungleichheit. ALG II und Sozialhilfe schützen weder vor Armut noch garantieren sie das soziokulturelle Existenzminimum. Kurz gesagt, Hartz IV ist staatlich verordnete Unterversorgung. Und jetzt eine bisschen rhetorische Frage an Sie. Verstößt also Hartz IV Ihrer Meinung nach gegen die sozialen Menschenrechte? Und bitte nicht nur mit einem Wort beantworten. Ja, aber du müsstest zunächst mal gesagt, ja, Hartz IV verstößt gegen das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard und verstößt auf das Recht auf Nahrung. Diese beiden Elemente sind zentral. Das heißt, wer Hartz IV bezieht, ist ein in dem Status, dass er darunter zu leiden hat, dass Armut politisch erzeugt und politisch gemacht worden ist. Der Regelsatz wird nämlich im Bundestag beschlossen. Genau. Und also ist der Regelsatz, der auch von der UNO kritisiert wird und übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht, das gerade noch erträglich und verfassungskonform der letzten Entscheidung dazu bestimmt worden ist, deswegen ist dieser Regelsatz politisch zu verantworten. Ein Regelsatz, der nach dem Urteil des Sozialausschusses der UNO gegen das Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard verstößt. Also wir haben es hier mit einer Pflichtverletzung der staatlichen Ordnung zu tun. Arme Menschen sind politisch arm gemachte Menschen, die um ihr Menschenrecht auf einen angemessenen Lebensstandard und auf Nahrung gebracht werden. Um es mal deutlich zu machen, der Regelsatz nach Hartz IV, und das ist ja allgemein bekannt, ist nach einer Untersuchung des Diakonischen Werks in Deutschland, die übrigens kaum politisch in den Medien publiziert worden ist, etwa um 25% zu niedrig. Das heißt, hier werden Menschen um ihr Recht gebracht, indem man willkürlich daran gedreht hat, wie man den Regelsatz möglichst gering halten kann, damit gerade noch irgendwelche verfassungsrechtlichen Auflagen erfüllt werden. Interessant ist dabei, dass der Sozialausschuss der UNO in seiner Anhörung, in seinen letzten abschließenden Bemerkungen vom Oktober dieses Jahres die Bundesregierung aufgefordert hat, in einem Dringlichkeitsappell innerhalb von 24 Monaten deutlich zu machen, welches Armutskonzept die Bundesregierung hat, also genau gesagt Konzept zur Verhinderung, zur Bekämpfung von Armut, die Bundesregierung vorlegen wird. Das heißt, auf internationaler Ebene hat man längst gespürt,
dass die Bundesregierung ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Sozialpaktes nicht nachkommt. Aber zugleich können wir feststellen, dass im Rahmen dieses Prozesses vor der UNO, vor dem Sozialausschuss der UNO in Genf, man merken konnte, dass die Zivilgesellschaft, gerade auch aus Deutschland, dort Gehör gefunden hat, aber nicht in der Politik. Ein zweites Argument möchte ich noch mal deutlich machen, weil es jetzt auch in der politischen Debatte ist. Die UNO hat genau hingesehen, was mit dem Sanktionsregime von Hartz IV ist. Ein Sanktionsregime, das dazu führt, dass erwerbslose Menschen eigentlich gezwungen werden, jede Arbeit um jeden Preis zu akzeptieren. Auch Arbeit zu akzeptieren, die dann schlussendlich nicht existenzsichernd ist. Weil sozusagen die Mindestbestimmung von Arbeit, nämlich dass man durch seine Erwerbsarbeit in Würde leben kann, nichtmals erfüllt wird. In eine solche Arbeit werden Menschen durch das Sanktionsregime zwangsweise vermittelt. Die UNO hat jetzt in ihren abschließenden Bemerkungen darauf Bezug genommen. Im Jahre 2011, bei dem vorherigen Bericht, war schon die Rede davon, dass das Sanktionsregime und die Verpflichtung zu gemeinnütziger Tätigkeit, also die 1-Euro-Jobs, im Grunde genommen allen Bestandteilen entspricht, die einer Zwangsarbeit entsprechen. Also wir haben es bei den 1-Euro-Jobs mit Zwangsarbeit zu tun, nämlich eine Arbeit, zu der man gezwungen wird, durch der man keine sozialrechtlichen Absicherungen erwirkt und auch in der es keine Bezahlung gibt. Das sind die völkerrechtlichen Kriterien für Zwangsarbeit. Also Hartz IV, die 1-Euro-Jobs und die sanktionierten 1-Euro-Jobs sind Teil eines Zwangsarbeitsregimes. Also lass uns nicht ans Gulag denken oder andere Systeme, wo Menschen in Zwangsarbeit verpflichtet werden, reingezwängt werden, sondern aus dieser völkerrechtlichen, menschenrechtlichen Perspektive ist das Hartz-IV-Regime selber eine Art und Weise von Zwangsarbeit. In diesem Dokument vom Oktober, vom letzten Monat, heißt es, dass die Bundesregierung dringend darauf gedrängt wird, das Sanktionsregime abzuschaffen, weil mit den Sanktionen die Menschen um ihr Recht auf einen angemessenen Lebensstandard gebracht werden und durch die Sanktionen das Existenzminimum unter ein Level gedrückt werden, das für die Bundesregierung noch erträglich ist. Ich glaube, hier wird deutlich überhaupt die Agenda 2010 eigentlich in Frage gestellt, in einer Art und Weise, wie es uns nur bestärken kann. Was heißt denn Menschenrechte? Das heißt, bei den Menschenrechten werden arme Menschen zu Rechtsträgern gemacht. Sie sind nicht Empfänger von irgendwelchen sozialpolitischen Maßnahmen, sondern sie sind Menschen, die Rechte haben. Und arme Menschen sind Menschen, die um ihr Recht gebracht worden sind. Und das, glaube ich, ist ein Modus, mit dem arm gemachte Menschen ermächtigt werden, um ihr Recht zu kämpfen. Und ich möchte nur hoffen, dass dieser Kampf der Menschen um ihr Recht, das ihr von der Politik vorenthalten wird, auch politisch und zivilgesellschaftlich unterstützt wird. Noch ein Wort zum Menschenrecht auf Nahrung. Also wir reden hier nicht über den Kongo, sondern wir reden über die Bundesrepublik Deutschland. Das Menschenrecht auf Nahrung, aus ausreichender Nahrung, wird nach der Maßgabe und auch der Entscheidung des Ausschusses der UNO in Deutschland, insbesondere auch bei Kindern, verletzt. Deswegen ist die Kinderarmut nicht nur, wie Herr Bartsch gesagt hat, inakzeptabel. Kinderarmut, insbesondere bezogen auch auf Ernährungsarmut, ist eine Menschenrechtsverletzung. Hier werden Kinder um ihr Recht gebracht, in einer angemessenen Weise Zugang zu Nahrung zu haben. Nur zur Erinnerung, der Regelsatz für Kinder bei Nahrung sieht einen täglichen Umfang von 2,80 Euro bis 4,90 Euro vor. Also ich sage immer gerne bei Vorträgen, wenn ich darüber rede, soll auch jeder mal versuchen, wie er mit diesem Geld einen heranwachsenden 16-, 17-jährigen jungen Kerl ernähren kann, wenn er 4,90 Euro am Tag zur Verfügung hat. Daran sieht man, das ist politisch 4,90 Euro am Tag, das ist politisch gewollte Verarmung von Menschen, die eine Menschenrechtsverletzung insofern darstellt, als die Bundesregierung ihrer menschenrechtlichen Pflicht, die sie eingegangen ist, im Sozialpakt nicht nachkommen. Und das ist wichtig. Es gibt Pflichten,
die den Menschenrechten entsprechen. Die armgemachten Menschen haben ihr Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, aber die entsprechende Pflicht ist die Verpflichtung des Staates, dafür zu sorgen, dass Menschen in den Genuss ihrer Menschenrechte kommen. Also dieser Zusammenhang macht deutlich, wer hier seiner Verpflichtung nicht nachkommt. Dann hat in diesen abschließenden Bemerkungen des UNO-Sozialausschusses die Rede von einer Form von Armut, die kaum in der politischen Debatte ist, nämlich die Energiearmut. Also wir haben im letzten Jahr die Tatsache, dass 328.000 Stromsperrungen, es gibt so viele Menschen, wie in einer Großstadt leben, sind im letzten Jahr der Strom abgedreht worden. Und hier haben wir es damit zu tun, dass es so etwas wie das Recht der Menschen auf nicht nur auf Nahrung, sondern auch auf Elektrizität gibt, weil diese Elektrizität Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Und die Kritik, die aus der Zivilgesellschaft gekommen ist und auch in Genf vorgetragen ist, die hat einen Niederschlag gefunden in diesen sogenannten abschließenden Bemerkungen. Und ich glaube, es liegt an uns allen in der politischen Debatte, uns darauf zu beziehen, dass Armut eine Menschenrechtsverletzung der Menschen darstellt, aber auch dass der Staat seiner Verpflichtung nicht nachkommt, armgemachten Menschen ihr Recht zuzuerkennen. Ja, danke schön. Und Michael Grennerich, ich wollte nur ganz kurz noch einen drastischen Fall wegen der Stromsperrung sagen. Also übrigens sind die gestiegen dieses Jahr, im letzten Jahr jetzt noch auf 344.000, das ist der andere Wert, war also noch ein bisschen höher gegangen. Es gab, glaube ich, vom Amt irgendeinem Gericht in Hannover einen Fall, wo tatsächlich einer Familie, also einem Ehepaar, wo er dement wurde und sie sozusagen an einem Sauerstoffgerät hing, sozusagen der Strom abgesperrt wurde. Man muss sich das vorstellen. Das heißt, also dann merkt man, dass Stromsperrung, das ist vielleicht so etwas, wir zahlen keinen Strom, aber es gibt ganz viele Menschen in Problemlagen, die aus welchen Gründen auch immer die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten. In dem Fall war es die Frau, die war schlichtweg überfordert mit der ganzen Situation, aber war selbst darauf angewiesen, dass sie den Strom hat, allein damit sie sozusagen auch mit ihrem Sauerstoffgerät arbeiten konnte. Das ist natürlich eindeutig, so etwas geht gar nicht. Das ist natürlich eine massive Menschenrechtsverletzung. Und zum Glück hat er in dem Fall jetzt aber auch ein Gericht interveniert und mit einstweiliger Verfügung das dann ausgesetzt. Ja, danke schön. Dietmar, du hattest vorhin auch erwähnt, die vernichtende Beurteilung Deutschlands in Bezug auf Kinderarmut. Auch dazu nur mal zwei, drei Sätze zitiert aus dem UN-Ausschuss zum Sozialpakt. Der Ausschuss ist besorgt darüber, dass 19,7%, also 2,5 Millionen der Kinder unter 18 Jahren in Armut leben. Ein Großteil davon sind Kinder, die mit einem alleinerziehenden Elternteil oder in Familien mit zwei oder mehr Geschwistern leben. Der Ausschuss empfiehlt, dass der Staat fortlaufend die Angemessenheit der Kindergeldsysteme einschließlich Standardkinderleistungen, Kinderzulagen und des Bildungs- und Beteiligungspakets im Hinblick auf die Beseitigung der Kinderarmut überprüft. Auch davon haben Sie wahrscheinlich nicht so viel in der Tagesschau oder sonst wo gehört. Dietmar, du engagierst dich ja einmal im Netzwerk gegen Kinderarmut. Das wäre vielleicht auch interessant, da ein bisschen zu hören, was ihr konkret macht. Und meine angehängte Frage dazu, und wäre es denn ein Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel, das haben wir auch viel diskutiert, da gibt es ja auch Initiativen, Kinderrechte im Grundgesetz verankert würden? Also zunächst will ich das, was du eben gesagt hast, Heike, dass uns, also uns meint jetzt Deutschland, und irgendwie sind wir ja da auch ein bisschen mitverantwortlich, dass uns das so ins Stammbuch geschrieben wird, ne? Also das finde ich schon wirklich unfassbar. Ich bleibe dabei. Also, dass in dem Land, was über derartige Möglichkeiten verfügt, das festgestellt wird, dass wir immer, wenn einmal im Jahr die Zahl der Kinder in Armut veröffentlicht wird und wo es eben Stadtteile gibt, wo das über 50% ist, Bremen an der Spitze und so, also das ist eigentlich eine schlimme Entwicklung. Das kleine Positive ist, dass diese Frage im gesellschaftlichen Bewusstsein jetzt deutlich mehr vorhanden ist. Also empirisch gibt es zum Thema Kinderarmut also gar nichts mehr zu ergänzen.
Also ich habe Micha Klund, der hier sitzt, gesehen vorhin, einer derjenigen, die sich damit beschäftigt, der Kinderschutzbund. Also empirisch liegt alles vor. Die Situation ist bekannt und es ist auch relativ klar, was man verändern muss. Und ja, natürlich, das kostet Geld, das ist unbestritten. Das ist unbestritten. Und das ist das, was ich jetzt erstmal noch in aktueller, ich komme auch zu den beiden Fragen, an aktueller Politik kritisiere. Das, was die Bundesregierung jetzt macht, also Familienentlastungsgesetz, das führt dazu, dass bei denjenigen mit geringeren Einkommen sind durch die Kindergelderhöhung, sind das dann für 2 Jahre 180 Euro. Aber bei denjenigen, die über hohe Einkommen durch den Freibetrag, da ist die Entlastung 273 Euro. Allein die Tatsache, dass bei denen mit vergleichsweise hohem Einkommen die Entlastung größer ist als bei denjenigen, die Kinder, das ist da irgendwas schräg. Und das kann man, wenn man will, anders gestalten. Ein zentraler Punkt. Aber ich glaube, dass wir prinzipiell das System von Kopf auf die Füße stellen müssen. Das Geld muss ankommen bei denjenigen. Deswegen wir als Linke, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, wir fordern eine Kindergrundsicherung. Das ist möglich, das ist bezahlbar. Es gibt ähnliche Konzepte auch bei Grünen und auch bei der SPD. Will jetzt gar nicht über die Details reden. Das kann, wenn man das will, kann man das hinkriegen. Aber ich werbe dafür, dass wir wirklich einen größeren Ansatz suchen, wo es sehr wohl darum geht, dass Mittel bei Kindern ankommen, ganz wichtig, dass auch diejenigen, die Ansprüche haben, all ihre Antragsmöglichkeiten überhaupt realisieren. Häufig ist es so, dass die Möglichkeiten, die verbrieft sind, gar nicht alle genutzt werden. Und es muss auch darum gehen, dass zum Beispiel die Berufskategorie der Erzieherinnen in Kitas muss ganz anders aufgewertet werden. Weil diejenigen, die Heranwachsenden, sind das Kapital Deutschlands. Ich rede jetzt mal richtig wie ein Neoliberaler. Es ist das Kapital, ja, das ist einfach wahr. Und da muss man sich drum kümmern. Deutschland hat vergleichsweise wenig Bodenschätze, also muss man für die Entwicklung der Kinder alles tun, Punkt aus. Und deswegen muss der Beruf einer Kita-Erzieherin einen ganz anderen Stellenwert haben. Und zwar sowohl finanziell als auch von der gesellschaftlichen Anerkennung. Das ist ein Unding, was da jetzt passiert. Natürlich müssen die Größen in den Kitas reduziert werden. Das ist Bundes- und Länderaufgabe, ich weiß das alles. Aber darum, das muss ins Bewusstsein, weil eins ist ganz klar, in dieser Frage gibt es eine gesellschaftliche Mehrheit, die übergroße Mehrheit der Menschen in unserem Land will, dass Kinderarmut möglichst schnell der Geschichte angehört. Das ist die Sachlage und deswegen ist das ein lohnenswertes Feld. Das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, ja, Netzwerk gegen Kinderarmut, nicht parteipolitisch. Da sind Sozialdemokraten drin, zum Beispiel der Chef des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Da ist auch, der heute Abend noch kommt, wie komme ich jetzt auf den Vornamen vom Schneider? Ulrich Schneider, ja, ich kenne so viele Schneiders, Ulrich Schneider dabei, da sind Schauspielerinnen dabei, also ganz breit, immer mit dem Versuch, das in die Öffentlichkeit zu bekommen, mit dem Versuch, das zu regionalisieren. In Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt gibt es regionale Netzwerke, ganz breit, mit Gewerkschaften und so. Es muss ein Druck entstehen auf die Leute in Regierungsverantwortung, im Übrigen auch auf die in Regierungsverantwortung, wo die Linke in Regierungsverantwortung ist. Überhaupt gar keine Frage. Es gilt überall gleich, weil es ist ein Kampf, weil es auch ein Kampf um Verteilung ist. Und ich glaube, bei Kindern ist das lohnenswert, weil die Mehrheiten da so groß sind. Und deine Frage zu Kinderrechten ins Grundgesetz, ja, wir als Linke sind dafür, gar keine Frage. Aber ich sage es mal böse, natürlich ist am Ende des Tages Papier auch geduldig. Ich möchte vor allen Dingen, dass etwas passiert. Aber dafür ist die Debatte und dann eventuell eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und im Bundesrat, die kann hilfreich sein. Ich will jetzt mal jemanden loben, der nicht mehr lange im Amt ist. Als Horst Seehofer Ministerpräsident in Bayern war, hat er gesagt, er findet, dass Kinderrechte ins Grundgesetz gehören. Also, ich kann über den 3 Stunden Negatives sagen, das ist doch mal ein positiver Aspekt. Wäre bloß mal bei den Kinderrechten geblieben. Ja, der hätte bei manchen bleiben sollen, vor allen Dingen nicht Innenminister werden. Das war eine dermaßen was an grandiose Fehlentscheidung. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut. Ja, danke schön, Dietmar. Weil ich jetzt schon ein paar Hände sehe, wir machen jetzt noch mal jeweils eine Frage und dann öffnen wir für Sie, damit es hier auch noch mal ein bisschen hin und her geht und Sie beteiligt sind. Vielleicht noch mal eine Frage an Michael Krennerich. Was
was gibt es für Möglichkeiten? Also wir, um real eben auch Menschenrechte als rechtliche Basis einer Sozialpolitik zu stärken. Also wir haben ja den Ansatz, mal kurz andiskutiert, soziale Rechte ins Grundgesetz, das Recht auf Wohnen. Die Linke hatte ja auch mal schon in der vorletzten Legislatur, glaube ich, damals noch angestoßen von dem Bundesrichter Wolfgang Neskowitsch, auch einen Gesetzentwurf eingebracht mit der Intention, das Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz zu konkretisieren. Wäre auch eine Möglichkeit, ist natürlich nicht durchgekommen. Und in der Präambel schon mal die Frage von Gerechtigkeit und Solidarität zum Beispiel zu verankern. Also das waren konkrete Vorschläge, die aber eine Debatte angestoßen haben. Also vielleicht von Ihrer Seite nochmal, wie kann man Menschenrechte als moralische und rechtliche Basis einer Sozialpolitik stärken? Ich glaube, allgemein kann man Menschenrechte stärken mit drei Dingen. A, man braucht politischen Willen, das ist angesprochen worden. Man braucht gutes Institutionen und Rechtsgefüge und man braucht eine wache und kräftige Zivilgesellschaft. Sie haben jetzt in Bezug auf das Grundgesetz angesprochen, also soziale Rechte ins Grundgesetz oder auch Kinderrechte ins Grundgesetz. Das hat etwas mit dem Institutionen und Rechtsgefüge zu tun. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass Kinderrechte im Grundgesetz helfen würden, tatsächlich auch, weil wir doch auch ein bisschen verfassungstreu so immer auch denken und dann kann das Bundesverfassungsgericht da ein bisschen und so. Also ich glaube schon, selbst wenn es nur Staatsziel wäre oder in der Präambel, ich glaube, da würden auch die Juristen ein bisschen was draus machen können. Manchmal stößt man ja da auf Widerstände, weil es eben nicht drin steht, vielleicht mal so rumgetrachtet. Das heißt, ich glaube, da würde man viel tun können. Und ich glaube auch das Thema, wenn man es jetzt was den politischen Willen angeht, da glaube ich auch, und das ist ja interessant, gerade bei Kinderarmut, ich verstehe es nicht genau, warum wir da auch nicht wirklich kräftig über die Parteigrenzen hinweg hin einen gemeinsamen Willen erarbeiten können. Das müsste eigentlich drin sein, weil dieses Thema eigentlich doch alle Parteien auch irgendwie auf ihre Fahne schreiben wollen, dass sie sich für Kinder einsetzen. Vielleicht ist da mehr drin als bei anderen Themen sozusagen, einen politischen Willen auch in Deutschland zu erzielen. Was die Zivilgesellschaft angeht, würde ich sagen, naja, das würde ich, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen schon abgedroschener Ausdruck, Empowerment, und zwar ein menschenrechtliches Empowerment. Das ist nämlich ein Empowerment, was darauf bezieht, dass man sich befähigt wird, sich für die eigenen Rechte und für die anderen Rechte auch gut einzusetzen. Dazu gehört natürlich ein Stück weit, dass man weiß, wie diese sozialen Menschenrechte aus, was die bedeuten, wie man sie einsetzen kann und dass man sie dann auch in den politischen Prozess auch gut einspeist. Ich glaube, auf den drei Ebenen würde ich sehen, dass man etwas tun kann, so jetzt aus dem Bauch heraus gesprochen zumindest. Dankeschön. Herr Segbers, ich würde jetzt gerne mal einen anderen Aspekt mit Ihnen diskutieren. Teilhabe, soziale Teilhabe als demokratisches Grundrecht. Und wenn Armut ein Versagen der Demokratie ist, wie ist es dann eigentlich auch um unsere Demokratie und unsere demokratischen Werte hier eigentlich bestellt? Ja, zwei Antworten dazu. Zunächst mal, wir haben ja einen neuen Begriff in der Sozialpolitik, nämlich die Teilhabe. Das hört sich sehr wohlwollend an, da kann jemand teilhaben. In den Menschenrechten ist nicht die Rede von Teilhabe, sondern Beteiligung. Es gibt Beteiligungsrechte. Das heißt also, dieser Begriff Teilhabe, der klingt sprachlich schon so, da lässt jemand einen anderen an irgendetwas teilhaben. Aber das ist in der Sache was anderes, worum es in Menschenrechten geht. In Menschenrechten geht es darum, dass jemand das Recht hat auf Beteiligung. Und zu diesen Beteiligungsrechten gehören natürlich auch die demokratischen Rechte. Und wenn wir bei den Wahlen feststellen, ich habe das mal untersucht in einigen Städten, dass wir eine Differenz in der Wahlbeteiligung von 50% haben zwischen den ärmsten und den reichsten Stadtteilen in ein und derselben Stadt, dann heißt das, dass auch der Wahlprozess selber so gestaltet ist, dass armgemachte Menschen den Eindruck haben, ich komme nicht mehr vor, lohnt sich auch nicht zu wählen. Also wir haben es auch mit einer, die soziale Krise, mit der wir es zu tun haben, wird mittlerweile auch zu einer demokratischen Krise. Ich möchte jetzt nicht die Debatte aufmachen von Rebon, die manche kennen, dass sozusagen
Recht zu wählen, so etwas wie einen Notbehelf der Angemachten in einer Gesellschaft zu tun hat. Nur die Frage ist, die sich unsere Gesellschaft und auch die Politik stellen lassen muss, ist, welche Ermächtigung, um ein Krennerich aufzunehmen, haben wir, die sozusagen auch rechtlich ausgestattet ist. Es ist ja bezeichnend, dass die UNO-Vollversammlung ein Instrument ratifiziert hat, das es in Deutschland noch nicht gibt, nämlich das Instrument, dass jemand vor der UNO seinen Staat, seine Regierung verklagen kann, wenn er den nationalen Klageweg durchschritten hat und immer noch nicht sein Recht bekommen hat. Dieses Instrument ist vorgesehen, aber Deutschland ratifiziert dieses Instrument für Deutschland nicht. Was das bewirken kann, sieht das Beispiel in Spanien. Spanien hat dieses Instrument ratifiziert mit der Folge, dass nach der großen Wirtschaftskrise 2008 folgende, als Hunderttausende ihre Wohnungen verloren haben, sich diese Mieterinitiativen mit diesem Instrument auf das Menschenrecht auf Wohnung bezogen haben und durch die UNO die spanische Regierung verpflichtet worden ist, konkret dieses Menschenrecht auf Wohnen zu garantieren, dass Menschen in ihren Wohnungen bleiben können. Also ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch in der Öffentlichkeit darüber diskutieren. Die UNO hat dieses Instrument ratifiziert, das Klagerecht. Das bedeutet, dass damit auch die Rechte der Menschen mit einem Recht ausgestattet werden, nämlich ihr Recht auch über den Klageweg in Anschlag bringen zu können. Und das Nächste ist, ich glaube, wir brauchen auch eine öffentliche Debatte darüber, worum es sich bei den sozialen Menschenrechten handelt. Also was heißt es, wenn es im Sozialpakt heißt, jeder hat das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und das Recht auf ein angemessenes Entgelt und dergleichen. Dieses kleine Wörtchen angemessen bedeutet im Inhalt her, dass die sozialen Rechte angemessen den ökonomischen Möglichkeiten in einem Land sein müssen. Deswegen ist natürlich das, was menschenrechtlich gefordert wird, im Kongo anders als das in einem der reichsten Länder wie der Bundesrepublik Deutschland gefordert wird. Aber diese Angemessenheit bedeutet sozusagen in dieser völkerrechtlichen Kategorie, wir haben es hier um einen Anspruch armgemachter Menschen auf eine Beteiligung an den ökonomischen Möglichkeiten in einem Land zu tun. Und ich glaube, damit ist auch gewährleistet, dass Demokratie eine soziale Grundlegung braucht, damit Menschen in die Lage sind, ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen, brauchen sie eine Grundausstattung, das heißt eigentlich das, was wir soziale Gerechtigkeit und soziale Beteiligung nennen könnten. Ja. Dankeschön. Dann jetzt Dietmar, bevor wir jetzt öffnen, die Frage an dich, wie kommen wir jetzt zu den gesellschaftlichen Mehrheiten, um all unsere guten und wichtigen Ideen umzusetzen? Na, das könnte ich mir jetzt ganz einfach machen, aber ich mache es mir mal ganz schwer. Also ich glaube, von dem, was auch die beiden Wissenschaftler gesagt haben, ist vieles durchaus mehrheitsfähig, wenn man das in einer Volksabstimmung den Menschen antragen würde. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nur insgesamt ist die gesellschaftliche Situation eine völlig andere. Die Reise geht gerade in eine ganz andere Richtung. Es ist im Übrigen auch sichtbar gewesen, ich habe vorhin über den Haushalt geredet, es geht eben nicht in die Richtung, die wir hier alle relativ schnell konsensual festhalten können. Und da gibt es viele Ursachen. Und das ist immer so, dass wenn das in die andere Richtung geht, dann hat das mit eigener Schwäche zu tun. Also mit unserer jetzt, ich nehme die beiden anderen, die Herren, aus. Das hat damit zu tun. So. Und ich glaube, dass wir da ein paar klare Aufgaben zu erfüllen haben. Das eine ist, es muss klar sein, alle diese Dinge werden nur erkämpft. Es ist nichts anderes drin. Mit Appellen und so kann man alles vergessen, muss erkämpft werden. Und zwar nicht auch im Bundestag wegen meiner, alles was wir da machen, ist sicherlich hilfreich, aber dieser Kampf muss vielfach geführt werden. Zweitens, es braucht ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit bei denjenigen, die eine Alternative anbieten, sprich bei uns. Diese Glaubwürdigkeit haben wir im Moment nicht so vollständig, aus verschiedenen Gründen, über die ich jetzt hier mal nicht reden will. Und das Zweite ist, wenn man so derartige Dinge durchsetzen will und man hat da auch Partner
Und die haben wir in diesen Fragen. Wenn ich zum Beispiel, also jetzt, ich will das nicht global sagen beim Thema soziale Menschenrechte, das nicht. Aber es gibt einzelne Punkte, wo wir sehr wohl auch gesellschaftlich, ob das Verbände sind, ob das Gewerkschaften sind, ob das teilweise Kirchen sind, wir haben viele Verbündete. Und das kriegen wir aber nur hin, wenn dann auch ein Maß an Gemeinsamkeit möglich ist, auch der eine oder andere Punkt ein bisschen zurückgestellt ist und wir dann auch ein gewisses geschlossenes Agieren. Da haben wir bei uns schon in der eigenen Partei ein paar Probleme, geschweige denn darüber hinaus. Also letztlich hat die Nicht-Durchsetzungsfähigkeit mit unserer Schwäche zu tun. Und das ist ja immer mein Appell, also zumindest meine MdB-Kollegen kennen das, dass wir in einer Gesellschaft vor einer gesellschaftlichen Herausforderung stehen, wo dieser ganze Quark, den wir innerparteilich haben, mal ganz einfach weggeschoben werden sollte. Denn angesichts der Entwicklung, die wir haben, angesichts der Schilderung der Situation, haben wir eine solche Herausforderung, dass wir uns eigentlich mal allesamt ein bisschen mehr an den Riemen reißen sollten, um diese Dinge anzugehen und nicht über irgendwelchen Quark zu reden.